Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Audiotherapie-Bundle von Krypta Beats. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zum Bundle und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Audiotherapie von Krypta Beats. Das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier ein Bundle in so einer Plastikhülle, in so einer Plastikverpackung. Und das Ganze sieht dann so aus. Wir haben hier einmal das Album an sich, Audiotherapie. Dann haben wir hier Sticker. Und zwar haben wir hier 1, 2, 3, 4 mal, 5 mal diesen Sticker Träume vom Tod. Schauen wir uns dann noch im Detail an. Und dann noch 1, 2, 3, 4, 5 mal diesen Sticker. Und auch noch ein T-Shirt. Gut, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Krypta Beats Audiotherapie lesen wir hier. Und hier oben lesen wir noch No Return Records präsentiert. Also das Label No Return Records. Dort ist ja Krypta Beats auch als Produzent tätig. Für die Künstler dort macht er die Beats. Hier lesen wir noch Sampler. Und hier unten noch das Logo von No Return Records. Auf der Rückseite haben wir 19 Tracks und wir sehen schon an der Interpretenliste, dass hier wirklich durch die Bank sehr viele Interpreten tätig waren. Krypta Beats hat natürlich die Beats hier beigesteuert und es sind auch ein paar Instrumentals dabei. Also wir haben hier ein Instrumental, zwei Instrumentals, drei Instrumentals, vier. Also vier Instrumentals, die wirklich jetzt nur der Beat sind, also wirklich Instrumentals eben. Und dann die restlichen 15 Tracks sind Beats von Krypta Beats, auf denen eben diverse Künstler gerappt haben. Wir haben hier unter anderem Tracks von Akats, Cone Gorilla, Creature Stalker, Tarot, Nex, Kafik, also jede Menge verschiedene Interpreten. Meine Favoriten auf dem Album von diesen 19 Tracks sind einmal der Track Lass mich gehen von Akats und Nex und dann das Instrumental Nummer 18, nämlich Monster. Gut, Krypta Beats Audiotherapie lesen wir hier noch. Und dann haben wir hier kein wirkliches Booklet, aber so einen Einleger, den wir uns natürlich auch mal kurz ansehen werden. Also das Cover kennen wir bereits, Krypta Beats Audiotherapie hier mit so Blutflecken. Und es sieht so aus, als wäre es auf einer Wand oder auf einem Boden, also auf geteerter Straße, aufgedruckt. Sieht auf jeden Fall krass aus. Danksagung haben wir hier. Also könnt ihr euch natürlich kurz anhalten, das Video und diese Danksagung in Ruhe durchlesen. Das dürfte wohl der gute Mann sein, Krypta Beats. Und dann haben wir hier die Diskografie. Also einfach die Alben, wo Krypta Beats Beats beigesteuert hat, wenn nicht sogar das ganze Album produziert hat, je nachdem eben. Also schon bei einigen Sachen dabei gewesen, der gute Mann. Und dann haben wir hier noch ein Zitat. Guck nach oben und lass die Glut leuchten, puste den Rauch aus, den Hass, die Enttäuschung. Vergiss das alles, denn es ist eh schon zu spät, in der Vergangenheit zu leben, also geh deinen Weg. Schönes Zitat. Zukunftsorientiert. Krypta Beats Audiotherapie lesen wir hier in Grau bzw. Rot. So sieht die CD aus. Rückseite auch wieder in dieser Schwarz, in dieser Teeroptik. Dann kommen wir zu den Stickern. Wir haben hier einen roten Totenkopf. Träume vom Tod steht daneben. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Allesamt in quadratischer Form. Und dann haben wir in runder Form, denn das ist zwar quadratisch, aber man kann das hier rauslösen, also das Sticker dann im Endeffekt quadratisch. Hier lesen wir Leben für den Turn. Und wir haben hier, weiß die Frage, was das sein soll, aber es sieht für mich nach Pulver aus, nach klumpigem Pulver. Also es dürfte wohl eine bewusstseinserweiternde Substanz sein, welche ist jetzt mir nicht genau, ist jetzt nicht genau erkennbar für mich. 1,
2, 3, 4, 5 an der Zahl. Finde ich spannend, dass es hier keine Logo oder Sticker gibt mit Namen drauf, dass man irgendwie Sticker gemacht hat mit Crypto Beats oder No Return Records. Nein, man hat hier wirklich Träume vom Tod und Leben für den Turn. Fünfmal eben in Kreisform und fünfmal die großen in quadratischer Form. Und dann haben wir noch als letzten Bestandteil der Box ein T-Shirt. Und zu dem T-Shirt gibt es kurz was zu sagen. Und zwar war dieses Bundle exklusiv erhältlich über den No Return Records Shop. Und man konnte sich dort die Größe frei auswählen. Die Farbe schwarz war vordefiniert, allerdings konnte man sich den Druck auswählen. Und zwar war der Druck wählbar in Gelb und Rot. Also Gelb und Rot wären die Alternativen gewesen zu diesem Druck. Ich habe es in dem Fall hier in so Grau, ja, Silbergrau gewählt. Standard. Neckprint haben wir keinen. Und wie gesagt, die Größe war ja frei wählbar. Das gefällt mir immer gut. Wir haben hier ein B und C in der Größe M. B und C exakt 190. Okay. Und das Ganze ist 100% Baumwolle. Und wo haben wir es? Hier ganz unten steht es unter den Waschhinweisen. Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das nochmal kurz im Detail an, wie dieses T-Shirt aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze T-Shirt und dann hier mittig auf der Brust in Silbergrau der Schriftzug Crypto Beats mit der Krone und den Boxen hier. Gefällt mir vom Design her richtig gut, auch wenn ich ehrlich gesagt sagen muss, bis zu diesem Release habe ich von dem Produzenten noch nie gehört. Aber das Logo rein vom Design her und das T-Shirt gefallen mir echt gut und das kann man durchaus mal anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe M, wie gesagt, Größe konntet ihr euch frei auswählen. Dieser Sticker Leben für den Turn 5-mal. Dieser Sticker Träume vom Tod ebenfalls 5-mal. Und das Album an sich Audiotherapie. Das alles in dem Bundle Audiotherapie von Crypto Beats. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Crypto Beats unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.